Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen hier bei einem neuen Let's Play, das jetzt nach Pico Nico sich mit Franbow abwechselt und dann mit dem, was nach Franbow kommt, da ich da vermute, dass es da auch nicht mehr lange dauert. Und ja, Bioshock 2. Den ersten Teil haben wir letztes Jahr beendet komplett. Und leider, muss ich sagen, was ich sehr schade finde, gibt es hier kein Konzeptmuseum wie im ersten Teil. Weil ich habe das klitzekleine Problem, dass dieses gute Spiel eigentlich 2 Tage bzw. 1 Woche und 2 Tage zu früh kommt. Weil Pico Nico jetzt nur noch 5 Folgen hatte, statt der üblichen 7. Ja, und ich halt da jetzt Bioshock 2 Tage, also 1 Woche und 2 Tage früher raushauen musste. Und naja, geht nicht anders, ne? Ich habe auch in Arbeit ein kleines Special zu Bioshock 1. Nämlich habe ich noch die Endings gespielt. Zumindest 2 von angeblich 3, wobei ich verschiedene Versionen gespielt habe, da aber keinen großen Unterschied zu den Endings gefunden habe. Also wage ich mal zu sagen, dass ich 2 Enden gefunden habe, ein gutes und ein schlechtes. Und das werde ich in einem kleinen Video auch noch bringen. Wann, weiß ich nicht. Vielleicht kommt es hier davor als Vorfolge. Vielleicht kommt es irgendwann mal, wenn ich Bock habe. das werde ich sehen. So, ich habe jetzt fast 1,5 Stunden lang mit dem Ton ausprobiert und rumprobiert und immer wieder die erste Sequenz gesehen und Alter, schade, dass ich die erste Sequenz, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe, nicht behalten konnte. Da war das nämlich so exorbitant laut, dass es schon gedröhnt hat. Also das konnte ich unmöglich lassen. Und dementsprechend müssen wir leider nochmal neu beginnen. So, an dieser Stelle nochmal ein paar Grüße an den guten Nemasuk, der mich ja auf Bioshock generell gebracht hat und jetzt nach einer ganzen Weile der 2. Teil kommt und er jetzt bei mir wahrscheinlich endlich mal wieder was zum Gucken hat. Also, liebe Grüße an dich, geh raus, mein Liebchen. Und ich hoffe, der Ton passt jetzt so. Tut mir leid, sollte es in der ersten oder in den ersten paar Folgen noch etwas zu laut oder zu leise sein. Ich nehme jetzt einfach mal eine Folge auf, schau nach, wie sie sich anhört, entferne dafür dann zum Beispiel auch die Kopfhörer und mach ganz normal mit Lautsprecher und hör dann durch. Passt das so, passt es nicht? Und je nachdem werde ich dann in der Folge danach das noch ein bisschen anpassen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, sollte da mit der ersten Folge mit dem Ton doch nicht ganz zu 100% stimmen. Ich zu leise sein, das Spiel zu laut, weil ich habe jetzt auch schlecht 1,5 Stunde lang vorspielen können mit Geballer und Geschieße und Geschreie und Gemach. Und das geht ja ganz schlecht. Ne? Ich habe jetzt die erste Sequenz, da war ja schon ein Schuss zu hören, da war Gespräche zu hören und einen kleinen Kampf und so gab es da ja auch. Da klang das ganz gut. Ich hoffe, das klingt dann, wenn man selber spielt, dann auch so. Und dementsprechend würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin gespannt und wir starten ein neues Spiel. Natürlich auf leicht, weil ihr kennt mich. Ich möchte gerne die Story erleben. So. Ja, hier sind wir jetzt im Ladebildschirm, wo ich dann auch drücken muss zum Fortfahren. Und ihr habt da schon gesehen, drücke STRG für den Verbandskasten.
Wie bescheuert ist das denn? Das habe ich mir vorhin schon gedacht. Warum macht man den bitte auf SDRG? Das ist bei allen anderen Spielen, ist das Schleichen. Und man kann in diesem Spiel auch schleichen, nur wahrscheinlich wieder mit C, so wie es im ersten Teil war. Ich verbrate meine ganzen Health Packs, wenn ich schleichen will die ganze Zeit. Ich gucke dann später, sobald ich mich bewegen kann, einmal in der Steuerung, vielleicht kann ich das umändern. Weil so rum geht das überhaupt nicht. Da bin ich ehrlich, geht gar nicht. So, let's start. 1958 im Atlantischen Ozean. Daddy, das bist du. Komm, wir gehen spielen, Daddy. Noch mehr Engel, Daddy. Komm mit. Sehr schön. Er ist jetzt keine Gefahr mehr. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Gentlemen, nehmen Sie ihm den Helm ab. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Feuer. Zehn Jahre später. Hallo? Wer bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Mein Name ist Tannenbaum. Ja, die gute Frau kennen wir doch auch noch, ne? Die gute Frau Tannenbaum. So, und damit ein schnurziges Willkommen hier in, ich schätze mal wieder in Rapture. Diesmal direkt als Big Daddy. Und ich gucke direkt mal, eine Sekunde, habe ich ja gesagt, ich würde ganz gerne die Steuerung Tasten zuweisen. Wenn du den Bildschirm, die Änderung, ja, ist ja egal. Rückwärts, seitwärts springen.
Waffe nachlassen, nachlassen vor allem. Waffe ausrüsten. Plasmid, Plasmid. Erste Hilfe. Was benutzen und adoptieren? Kann man das nicht austauschen? Ich hätte das gerne auf F und das dann, wenn hier. Ich weiß jetzt nicht, ob man crouchen kann, aber wenn man crouchen kann oder so, dann möchte ich da nicht unbedingt etwas haben, was ich da aus Reflex drücke. So, speichern. Anwenden. So, und damit nochmal ein schnurziges Willkommen. Die Vita Chamber, die kennen wir auch noch. Gibt es kein Schnellspeichern mehr? Muss gerade gucken, sorry. Drücken. Waffe, Daddy-Gespür. Plasmid. Schnellladen. Ach, F12, F12 und F1. Ist denn F5 und Co.? Ach, ja, stimmt. Das war ja nicht auf F5 gewesen. Das war ja auf F8, F9 war ja Schnellladen und Schnellspeichern. Okay, das muss ich mir merken. Dass das auf F12 das Speichern ist. Gut, so. Und man sieht hier, was mir schon die ganze Zeit aufgefallen ist. Hier heißt was Adonis. Ihr kennt ja bestimmt Agonis, ne? Einer meiner Charaktere. Und ja, so, wir laufen wie gewohnt mit WASD, greifen da an. Auf der rechten Maustaste haben wir noch nichts. Aber wir sind ein Big Daddy. Wir sind diesmal kein Mannequin, wir sind ein Big Daddy. Dass es der gute Mann vom ersten Teil ist, Jack, bezweifle ich sehr stark. Aber wir sind ein Big Daddy. Und scheinbar sind wir das ganze Spiel über ein Big Daddy. Ich weiß es aber nicht genau. Ich bin gespannt. Oh, und wir haben auch einen Schatten. Damit ist Bioshock weiter als Fallout 4 auf jeden Fall schon. Da hat alles einen Schatten, nur nicht wir. Kann ich denn... Ja, ich kann. Oh, das ist ein bisschen... Die Mausempfindlichkeit ist ein bisschen arg hoch. Kann ich die Mausempfindlichkeit etwas runtersetzen? Ach, Mausempfindlichkeit. Kann ich die etwas... Noch ein bisschen mehr. Weil das geht, die dreht sich unglaublich schnell, die Maus. Das ist etwas sehr, 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 sehr heftig. Ja, so ist das schon besser. So ist das schon besser. So, dann schauen wir uns hier einmal um. Aber ich werde da mit der Maus... Ich werde das jetzt erst halt im Laufe des ersten... Die ersten paar Folgen wahrscheinlich rausfinden, ob das so passt. Der Bohrer hat keinen Treibstoff mehr? Boah, ist das doof. Spiel, ich hasse dich jetzt schon. Drücke C, um dich zu ducken, sag ich doch. Da. Aber... Ich ändere das um. Crouchen ist für mich nämlich stets auf SDRG. Und dann packe ich nämlich die Sister, die Little Sister adoptieren auf ich muss mal gucken. Adoptieren packe ich das nämlich auf C. So. Da komme ich nämlich deutlich, ja, komme ich deutlich besser mit klar. So. Gut. La 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 la. Was? Was ist das denn? Oh. Ach, guck, Adonisbäder. was mir gerade einfällt übrigens. Ich habe überhaupt keine Cam an. Ich habe ja überhaupt keine Cam an. Normalerweise habe ich ja bei Bioshock immer die Cam angehabt. Das ist ja... Oh Gott, wie kann ich nur... Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich eine Cam anschmeißen möchte.
weil ich habe halt nicht immer Lust, mein Gesicht zu zeigen aktuell. Ach guck, die funktionieren auch wieder. Tagebuch, drücke L. Lektion 1, ihr Superklempner. Ihr befindet euch jetzt unter dem Meer. Wenn ihr das sanfte Pochen von Wassertropfen auf eurem Helm hört, seid ihr schon gefeuert. Lektion 2, ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen. Die Herren Geldsäcke erschrecken sich, wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert? Na guck, die hat die gleiche Stimme wie Tenenbaum, nur ohne diesen, ist das... Ohne diesen Akzent. Dosenfleisch, boah geil. Gesammelt, Gesundheit durch Dosenfleisch gewonnen. Achso, das füllt also auch so wie im ersten Teil. Das füllt also... Ich glaube, ich habe da gerade drin geklemmt. Kann das sein? Ich habe da, glaube ich, irgendwie gerade drin geklemmt. Deswegen ging das so ab. So, da haben wir nichts. Was ist das? Oh. Das Tropfen von Wasser auf den Helm. Mhm. Was Lamp sieht alles. Ach, Lamp war die gute Frau, die wir aus dem Intro kennen. Die in Anführungsstrichen mich gezwungen hat, mich abzuknallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieser Big Daddy hier gewesen ist oder ob wir jetzt ein anderer sind. Das weiß ich nun nicht. Aber das ist auf jeden Fall die gute, unfassbar liebe Frau, die uns dazu gezwungen hat. Poolraumgenerator. Gut. Ich tippe mal, dass wir hier durch... Was ist das für ein Ding? Hallo! Ach guck, da haben wir die Takisch Splicer wieder. Und die Leadhead Splicer. Türsteuerung. Eine Eve-Spritze. Die nehmen wir auch gerne mit. Du hast eine Eve-Spritze erhalten. Wenn dir das Eve ausgeht, benutzt du die Spritze automatisch, um es wiederherzustellen. Oder, wenn es noch so ist wie damals, auf die Plasmide wechseln und dann mit R. Was haben wir denn hier? Eve-Spender. Oh, danke. Ach, da können wir immer ein Spritzchen kriegen. Vater. Okay, anscheinend waren es doch wir, aber wir haben offenbar irgendwie überlebt. Oh, das erste Plasmid. Wie ihr wachsen hier im Garten, da darf man was erwarten. Darum suchst du das. Electrobolt. Oh, geht gut ab. Daddy hat geschlafen. Ganz, ganz lange. Und Eleanor hat dich vermisst. Finde sie, dann geht es dir besser. Huch! Daddy! Alter, was sind das für Viecher? Ja, sag ich doch, Electrobolt. Drücke um ein Elektro... Ja, so wie in dem anderen halt auch. Okay, nee, das ist da definitiv anders. Das ist da ein winzig kleines bisschen anders mittlerweile offensichtlich, die Steuerung. Zigaretten? Ach, das ist wieder... Erhalte Eve, verliere etwas Leben. Ich habe hier so ein Pfeifen auf dem Ohr. Ist das im Spiel? Huh. Was ist das? Nochmal Zigaretten. Das lasse ich jetzt mal. So. Da haben wir diese Eve
Eve-Spender. Wieso leuchtet das hier? Oh, ich kann es wieder nehmen. Oh, tatsächlich. Dankeschön. So, wir müssen hier durch. Das kennen wir vom ersten Teil auch bereits. Setze Gegner mit linke Maus, rechte Maustaste unter Strom für kritische Treffer. Huch! Erschreck mich nicht so, du Miststück. Ja, dir gehen die Lichter aus. Aber so was von. So was von gehen dir die Lichter aus. Das will ich doch mal stark hoffen hier. So, ich schätze mal, wir müssen hier jetzt das Ding in Gang bringen. Das leuchtet schon so auffällig. Oh, schön, da gibt's Licht. Endlich, ein Signal. Hör zu, mein Name ist Tannenbaum. Ich habe gesehen, wie du das Licht eingeschaltet hast. Und ich weiß, wer du bist. Bitte komm zu mir in die Bahnstation. Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Oh, ich find's gut, dass sie die gleichen Stimmen genommen haben. Zumindest bei ihr. So, unser Tom-Tom ist auch wieder mit bei. Drücke M, um die Karte aufzurufen. Okay, die Karte sieht nicht großartig anders aus als im ersten, aber wir haben uns im ersten auch wunderbar zurechtgefunden. Von daher habe ich da keinen Zweifel, dass wir das in diesem Teil auch schaffen werden. Oh, guck mal, das sind wieder die Fallout-Männchen. Oh, guten Tag. Guten Tag. Ich habe seit Wochen kein Adam mehr gehabt. Hier spricht Dr. Sophia Lam. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran, ihr seid nicht allein. Seht in mir nicht eine Herrscherin, sondern die Mutter der Familie Raptures. Okay. Also ist Lamp sowas wie Andrew Ryan, vermute ich mal. Nach so vielen Jahren. Die Kleinen, die ich gerettet habe, sind erwachsen und denken nicht mehr an mich. Aber nach allem, was ich ihnen angetan hatte, war es eine Freude, vergessen zu werden. Doch jetzt verschwinden Kinder überall an den Meeresküsten der Welt. Sie werden entführt. Und so kehre ich zurück, aus Angst vor dem, was ich schon weiß. Irgendwer erschafft neue Little Sisters und führt meine Arbeit, meine Sünden fort. Und wenn es mich das Leben kostet, ich muss das unterbinden. Ja, ich weiß auch schon ganz genau, wer das ist, nämlich diese Lamp. Okay, es ist offensichtlich etliche Jahre nach dem ersten Teil, wo Jack... Ja, vermutlich ist es in der Zeitlinie, in zum Beispiel in meinem Let's Play hatte ich das gute Ende, da hat Jack auf dem Sterbebett gelegen und da haben die erwachsenen Little Sisters ihm die Hand gehalten. Ich schätze mal, danach spielt das hier. Ja, wobei, das kann eigentlich nicht unbedingt sein, weil dann wäre Tannenbaum, glaube ich, auch schon tot. Ich vermute mal, dass das vielleicht so dazwischen ist, während Jack vielleicht noch lebt und sein Leben lebt, die Little Sisters erwachsen sind und ihr Leben leben und Tannenbaum dann halt dazwischen ja, hergeht und die Welt versucht erneut zu retten mit unserer Hilfe. So, gut gespliced ist halb gewonnen. Werbung für Tonicum animalischer Magnetismus. Ich glaube, hier kam ich... Ja, hier kam ich her. Habe ich da draußen noch irgendwas? Ach ja, genau, die Toiletten. Jedenfalls die hier. Hatte ich noch nicht durchgesucht. Guck, da haben wir auch noch was. An meine Tochter Eleanor. Aufnahme. Bald wirst du geboren. Und Rapture wird deine Heimat sein. Du wirst erzogen werden wie ich selbst. Dazu, das Wohl deiner Mitmenschen über dein eigenes zu stellen. In dieser Stadt gilt dies als Ketzerei.
als abnorme Abweichung von natürlichem Eigennutz. Deine Kindheit hier wird schwierig. Aber der Preis für Revolutionen ist immer hoch, Eleanor. Wenn wir nur Geduld haben, wird Rapture zu uns kommen. Mhm. Also ist Eleanor tatsächlich ihre Tochter gewesen. Oh, Aspirin. Eve durch Aspirin gewonnen. Also es gibt da offensichtlich ein paar neue Mittelchen, um die Sachen wiederherzustellen. Hallo! Hallo! Boah, erschreckt mich nicht so, Alter. So, jetzt haben wir aber alles abgesucht. Ich meine, da drüben kommen wir ja nicht rein. Da ist ja alles zu. Also müssen wir jetzt praktisch hier durch. Gut. So, oh, hier haben wir noch einen Big Daddy. Guck mal. Ein Rosie. Ja, ich habe da das gesehen. Ich heb das gleich auf. Ich will mich nur umschauen. Zumal ich festgestellt habe, dass ich den ersten Teil auch innerhalb von 2 oder 3 Stunden durchgespielt habe, wenn ich einfach nichts aufgehoben und nichts gemacht habe, sondern nur stur der Hauptlinie gefolgt bin. Eine Nietenpistole. Es ist schön, wie er schreien kann. Ach, dafür sind die Nieten, die ich jetzt aufgesammelt hatte. Nimmst du? Was? Maximum erreicht? Okay, wie fühle ich denn... Au, da zwickt's. Wie fühle ich denn Eve nach? Manuell? Karte, Schnellspeichern, Scout, Telekinese. Telekinese-Schild. Gibt es das überhaupt? Vorheriges, Plasmid 8. Waffe 8, Waffe nachladen und Daddy-Gespür. Waffe abfeuern. Vorwärts belegen, Leertaste. Springen, ducken. Scheinbar geht das gar nicht. Scheinbar kann man die nur automatisch nachladen. Das ist ja doof. Ich hätte das jetzt gerade gerne benutzt. Ich hätte das jetzt ganz gerne eigentlich benutzt, um das Neue wieder aufzuheben. Das ist so kacke, dass ich jetzt hier das machen muss. Dass der jetzt automatisch eins nimmt und ich das wieder aufheben kann. Das ist doch kacke. Ich glaube, ich werde da dann gleich mal nachschauen, ob das möglich ist. Verbandskästen. Du hast einen Verbandkasten gefunden. Drücke F, wenn du verletzt bist, um dich zu heilen. Ich weiß gar nicht, gab es einen Hinweis, wie ich eine Eve-Spritze verwende, bevor das es leer ist? Hop up Cola. Sie nennen es Rapture. Achso, das ist Ding. Ich hab's mir knapper Not lebend hier runtergeschafft. Aber hier ist es tatsächlich. Rapture. Hierher haben sie mein armes Mädchen verschleppt. Was ich aus dem U-Boot heraus gesehen habe, liegt das meiste der Stadt in Trümmern. Aber hier und da gab's Lichter. Und Formen, die sich bewegt haben. Ich fasele dummes Zeug. Aus Angst vermutlich. Aber vielleicht, wenn ich diese Dr. Lam finde, die ich dauernd Ihnen durchsagen höre, vielleicht finde ich dann auch Cindy. Ich wäre vorsichtig. Wahrscheinlich bringt die dich eher um. Stay away. Wegbleiben. Oh, ich finde das cool, dass es da eine kleine Übersetzung gibt hierzu. Und es ist gerade sehr dunkel.
Frischwasser. Ah, okay, ich kann das so. Kann ich das wechseln? Wie der schreit, Alter. Was bist du denn? Aua! Alter, willst du mich ver... Hallo, ich kann doch nicht mal ausweichen. Alter, ernsthaft? Hallo, ich spiele hier auf leicht. Was hält denn dieses Kackvieh aus? Boah, ey. Alter, wie hat mich das Viech zerlegt? Na? So. Hier spricht Dr. Sophia Lam. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran. Big Sister achtet auf Little Sister. Stört ihr die Arbeit einer Little Sister, wird Big Sister euch finden. Aha, das war das also eine Big Sister? Sind die Big Daddies jetzt ausgestorben oder was? Was für eine hässliche Kuh, Alter. Und vor allem, wie gehen die denn bitte ab? Ich hoffe, das ist jetzt kein Vieh, das irgendwie uns ständig begleitet. Ich muss da unbedingt nachschauen. Ich meine, man kann immerhin die Health Packs ja auch automatisch nehmen, ne? Die füllen sich ja auch nicht nach. Oh, Nidenpistole. Danke. Die füllen sich ja schließlich auch nicht automatisch nach. Darauf bestanden, dass wir das Wochenende im Adonis verbringen. Aber schon sehne ich mich nach einer Auszeit, von dieser Auszeit. Wenn sie mich tadelt, weil ich zu viel arbeite, zerfließen ihre Worte für mich zu einem endlosen, tierischen Gemecker. Ich habe Rapture gegründet, weil es frei sein soll von Gesetzen, frei von Gott. Weil ich unter Menschen leben will, für die die Arbeit ihren Lohn in sich trägt. Trotzdem, wenn Diane davon redet, ein Kind von mir zu kriegen, dann halte ich inne. Ich hatte bislang nie über mein Vermächtnis nachgedacht. Vielleicht im neuen Jahr. Der gute Andrew existiert auch hier noch. Nur ist er zu dem Zeitpunkt halt schon lange tot. Gut, so, die erste Folge ist rum. Ich werde jetzt einmal die Folge komplett kontrollieren und dann werde ich nochmal eine Folge aufnehmen. Ne? Also, wir sehen uns dann. Ciao!